Oh. Mit Schnee, das sieht natürlich sehr nice aus. Können unsere Ausrüstung mitnehmen. Jetzt läuft er hier mit so einem Kuhreisen rum. Mit so einem Kuhfuß meine ich. Gott. Ich bin auch so ein Kuhreisen. Ja, das hilft auch gegen Eiszapfen. Das ist ja nice. Geht's nicht weiter? Dann wird's wohl hier weitergehen. Oha. Jetzt stürzen die ganzen Gebäude ein, was ja normal ist nach einer atomaren Explosion. Wird hier in der Gegend wohl nicht anders gewesen sein. Ich würde es auch nicht wundern, wenn der Schnee nachts leuchtet. Das sieht so einladend aus, dass man da unter durchkriechen muss. Gedacht, der kickt die Tür wieder raus. Aber ist gar nicht passiert. Sieht so aus, als wenn man nach da oben kann. Genau. Das habe ich mir auch gerade gedacht, als ich die Kisten gesehen habe. Jetzt sind wir wieder unten. So sollte das nicht sein. Lässt sich aber auch gar nicht so gut steuern, ja? Also ist jedenfalls sehr empfindlich. Hier fehlt eine Box, also da kommen wir nicht weiter. Ah, Mann. Mit Schmackes, mit Anlauf. Ah, ich blöd, Mann. Also nochmal. Es gibt's auch gar nicht. Mal Scheiße an den Fingern oder was? Warum funktioniert das hier nicht? So, hier rein. Zack, hier rauf. Zack, hier hoch. Zack. So. Und jetzt mit Anlauf hier rüber. Geht das denn nicht? So funktionieren. Oder will er nur die andere Seite nehmen? Nehmen wir mal die. Die Seite hier. Da vermute ich mal, dass wir hier drauf springen müssen, ne? So, die Kiste haben wir runtergeschmissen. Wenn ich hier reingehe, hier ist nichts. Natürlich die Frage, warum müssen wir jetzt eine Kiste so schieben? Ich kann mir höchstens vorstellen, dass ich die irgendwie transportieren muss. Oder... Ah ne, hier geht's hoch. Super. Boah, der ist aber echt empfindlich im Springen. Ein bisschen aufpassen.
So, jetzt steht hier mit F kann ich Steine schmeißen. Wahrscheinlich zu gucken, ob irgendwo... irgendwo hohl ist oder so. Ich habe keine Ahnung, was das bringen soll, weil ich das Russische auch nicht verstehe. Okay. Hier geht's auf jeden Fall nach oben. Ach, hier können wir die Kiste runterwerfen, oder? Kann das sein? Jawohl, alles klar. Manche Dinge lösen sich echt von alleine. Geht's hier weiter, sehr schön. Ich vermute mal, hier müssen wir auch hoch. Sonst würde da keine Kiste stehen. Okay, da geht's aber nicht rüber. Dann geht's wohl doch hier weiter. Fahrzeug selber ist irgendwie hier nichts, was ich gebrauchen kann. Sehr merkwürdig. Also ich könnte theoretisch über einen Zaun springen. Aber das scheint nicht hinzuhauen. Tja. Gucken wir erstmal hier rein in den Container selber. Obwohl, da ist nichts drin. Wir können zwar hier reinkrabbeln, aber das bringt uns nichts. Meine Vermutung ist ja, dass wir das Auto irgendwie beiseite bekommen müssen. Weil das... Ja, alles klar, super. Dann haben wir es, weil ich habe mich gewundert, warum hier von Weitem habe ich eine Tür gesehen. Das war die hier. Frage. Und können wir die auch beiseite machen hier? Es funktioniert nicht. Geht es jetzt hier weiter? Ja, doch, sieht so aus. Weil sehr verschneit hier alles. Sind wir hier angelangt? Das bringt uns nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Da ist auch nichts. Dann vermute ich mal, dass wir hier weiter müssen. Super. So, this seems to be right. Das ist, scheint der richtige Platz zu sein. So, aber das ist die Rebellenbasis, aber er sieht halt keinen. Okay. Die Tür kann nur von der anderen Seite geöffnet werden.
Abgestürzter Hubschrauber. Komischerweise kann ich hier laufen, aber weiter nach oben will er irgendwie nicht. Ist ja seltsam, ne? Also wir können jetzt hier rauf. Können nur bis zu einem gewissen Punkt. Ist ja merkwürdig. Jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir quasi einmal um das Gebäude rum. Ja, hier geht's auch noch rum. Okay. Also wäre noch nicht gewesen, also gehen wir da mal hoch. Auch komisch, ne? Man kann ja gar nicht rein. Das ist quasi auf so eine Aussichtsplattform. Wir müssen ja wahrscheinlich das große Ganze im Blick haben. Ich sehe ja irgendwie einen Stapler. Gucken wir, ob wir den bedienen können. Ne. Merkwürdig, merkwürdig. Hier geht's rein. Ah, okay, da fehlen Sicherungen. Müssen wir Sicherung suchen. In irgendwelchen Schubladen oder so, ich weiß es nicht. Ich hoffe ja, wir müssen nicht allzu weit suchen. Ach, da ging es auch nicht weiter. Telefon. Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass die Sicherungen hier einfach so mal rumliegen, so einfach aus dem Nirgendwo. Also ungefähr hier im Schnee irgendwo, das kann mir nicht vorstellen. Okay, können wir nur durchkrabbeln, ein bisschen Kind sein, kleine Burg bauen. Mal im Hubschrauber. Ich habe da die Möglichkeit, irgendwelche Sicherungen einzusammeln. Okay, auch merkwürdig. Da ist ein Gebäude. Kommen wir aber nicht hin.
Ich glaube, unser Turm, den wir hochgeklettert sind, der war gerade, oder? Ja. Ist auf jeden Fall alles zugeschneit. Die Tür, die nicht aufgeht. Ich glaube nicht, dass wir das schieben können. So lang. Ja, wir gehen hier nochmal lang, aber ich glaube, hier war das ja mit den... Genau, dass uns die Sicherung fehlen, die wir brauchen. Okay, dann geht's hinter... Warte mal, hier hinter dem Gebäude geht's nicht lang. Geradeaus geht's auch nicht lang, also müssen die Sicherungen hier irgendwo sein. Irgendwo versteckt. Ich glaube, in diesem Turm waren wir auch noch nicht. Ist halt auch hier wieder komisch. Du kannst nicht in die Kabine reingehen. Kann man denn hier in den Panzer reinkriechen? Ne, das geht auch nicht. Das ist die Tür. Geht aber nicht auf. Hallo, hat jemand meine Sicherung gesehen? Ah, oh, Sie suchen eine Sicherung? Ja. Suchen eine Sicherung. Ist ein Gebäude. Okay. Ja, okay, super. Hier finden wir bestimmt Sicherung. Eingang ist auf der anderen Seite. Auf jeden Fall nicht so gruselig wie in den anderen Teilen. So. Er hat was eingesammelt, er hat aber nicht angezeigt, was. Aber ich vermute mal, das war die Sicherung. Die Sicherung, die uns fehlt. Ah, wir sind gerade über ein Rotorblatt geklettert. Was für ein Abenteuer. Orientierung in dem Game fällt mir ziemlich überhaupt nicht schwer, also es funktioniert. Ich bin mal gespannt, was er da anschaltet. Okay, gar nichts. Das ist ja seltsam. Ich will auch gar nicht mehr interagieren. Eine Münze gefunden, um zu telefonieren. Nee, das wird es nicht sein. Können wir das Ding vielleicht komplett kaputt machen, dass wir in die Tür reinkommen? Nee, das funktioniert auch nicht. Ach, da waren wir ja schon mal drin. Da kann man ja hier wieder raus. Ah, da ist die Sicherung. Siehst du, das haben wir letztes Mal gar nicht gesehen. Kleine Orientierung auf jeden Fall ist der Stapler. Wenn ich den sehe, weiß ich auf jeden Fall, wo wir lang müssen. Obwohl ich glaube, das ist hier sogar richtig. Da habe ich zwei Sicherungen eingesammelt. Jetzt geht's auch. Prima. So, now. What's next, Science?
Tja. Eine gute Frage. Gerade fragt er mich, als wäre ich hier der Techniker. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt aufgegangen ist. Telefon. Können wir mal zum Hauptgebäude? Da, wo wir nicht lang gekommen sind. Tja. Waren wir hier eigentlich schon? Dieser Turm kommt mir hier nicht bekannt vor. Können wir da irgendwie durch? Das Gefühl, ich muss hier irgendwie einen Kran oder so finden. Irgendwas muss er eingeschaltet haben. Aber hier waren wir ja auch schon mal. Von hier sind wir gekommen. Genau. Tja, was hat die Sicherung bewirkt? Warum haben wir den Strom eingeschaltet? Für was? Okay, da geht's nur hier lang. Ah, die Tür ist jetzt wahrscheinlich auf, oder? Leuchtet eine Lampe. Alles klar, super. Das sieht doch schon mal nach Rebellenlager aus. Überall brennt so ein bisschen. Okay, ja, so jetzt die Frage. Soll ich die aushändigen oder nicht? Würde ich das nicht machen, würde er mich wahrscheinlich erschießen. Geben wir ihm die doch mal. Oh, wir haben wieder ein alternatives Ende geöffnet. Sehr schön. Ja, irgendwie war Level 5 und 6 ein bisschen merkwürdig, aber 6 war auf jeden Fall ein bisschen länger. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und lasst mal ein Abo da und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil, im nächsten Video. Bis dahin.